Zeit ist also ein wesentlicher Aspekt von Kausalität. Ohne Zeit kommen wir nicht klar. Wenn wir aber einmal die Zeit erlauben, ist die Definition von Kausalität immer noch sehr kompliziert, aber zumindest möglich über probabilistische formale Beschreibung. Dann ist die beste Definition von Kausalität, die ich bisher gesehen habe, die auf dieser Folie. Das sieht unglaublich kompliziert aus. Ist es natürlich auch. Man kann sich aber das zurückdenken in die Einführung, die wir bisher gemacht haben. Also, seien xi eine Menge von Zufallsvariablen. Diese xi können im Prinzip auf beliebigen Universen sein. Und zu diesen xi existiert eine partielle, transitive, asymmetrische Ordnung. Das ist unsere Kette. Also dieses Größerzeichen heißt zeitlich zuvor. Und Omega insgesamt soll die Vereinigung von allen diesen Omegas sein. Okay, dann sagen wir, x1 verursacht direkt kausal x2 in diesem Omega, in dieser Vereinigung, wenn erstens x1 kleiner ist als x2, also in der Kette davor steht, und zweitens x1 und x2 abhängig sind auf irgendeinem festen, nicht festen Ereignis der anderen Zufallsvariablen, die Nichtwahrscheinlichkeit 0 haben. Also es existiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 ein Punkt der anderen Zufallsvariablen, x3, x4, x5 und was noch immer weiter Zufallsvariablen vorhanden ist, sodass x1 und x2 stochastisch abhängig sind. Und wenn es dann eine Kette von direkten Abhängigkeiten gibt, dann nennen wir die insgesamt also direkten Verursachung, dann nennen wir das insgesamt eine Verursachung nur noch. Also direkte Verursachung ist in der Kette direkt aufeinanderfolgend und eine Verursachung ist durch die Kette weiterlaufende direkte Verursachung. Okay, also es gibt informal zwei Bedingungen für direkte Verursachung. Erstens, x1 passiert in der Zeit vor x2 und zweitens, wenn alles andere fixiert ist, dann sind x1 und x2 abhängig. Wobei alles andere fixiert, also es gibt ein alles andere, ein Zustand von alles andere, sodass x1 und x2 abhängig sind. Und dann gibt es eine Kette von direkten Causations, die nennen wir dann nur noch Causation. Ja, also relativ komplexe Folie zuvor, wenn man sie auseinandernimmt, ist handelbar, wenn auch immer noch sehr kompliziert. Also was heißt das für uns? Worauf müssen wir gucken? Wir müssen schauen, ob es einen Zusammenhang zwischen zwei Zufallsvariablen gibt, etwa zum Beispiel, dass es einem Patient besser geht und dass der Patient in Behandlung ist. Und zweitens, dass die zeitliche Anordnung zwischen den beiden stimmt. Dann wissen wir, dass eine Verursachung besteht. Wir wissen noch nicht, ob diese Verursachung tatsächlich durch die Therapie ausgelöst wird oder ob es eine gemeinsame Verursachung von beiden gibt oder eine Kette von Verursachungen. Okay, das ist immer noch sehr schwer zu testen. Es gibt immer noch ein paar Zusammenhänge, die man intuitiv jetzt erwarten würde, die nicht existieren. Da gehen wir auch gleich nochmal durch. Das Abtesten, ob ein Zusammenhang zwischen Zufallsvariablen besteht, an und für sich ist schon schwierig genug. Deshalb ziehen wir uns meistens in der Psychologie zurück auf ein schwächeres Konzept der Kausalität. Und zwar auf das Konzept des experimentellen Verursachen. Also experimentelle Kausalität. Ja, oben ist immer noch dasselbe in kurz. Unten ist jetzt, wir sagen, x1 verursacht experimentell x2. Wenn wir die zweite Bedingung ersetzen durch x1 und x2 sind abhängig in Erwartung über die restlichen Zufallsvariablen. Also, wenn alle anderen Zufallsvariablen zufällig ziehen, dann erwarten wir einen Zusammenhang zwischen x1 und x2. Jetzt können wir das experimentell testen. Also mit einem Experiment können wir jetzt einen Zusammenhang zwischen x1 und x2 testen. Warum? Wir können jetzt eine der beiden Variablen experimentell beeinflussen, also zum Beispiel ein paar Patienten in eine Therapie schicken und ein paar andere Patienten nur eine Placebo-Behandlung geben. Dadurch haben wir alle anderen Variablen, also alles andere, was das noch mit verursachen könnte, diese beiden Größen, zufällig gelassen. Und eine bestimmte rauskontrolliert. Und diese experimentell kontrollierte Veränderung
gibt uns jetzt die Möglichkeit, etwas über experimentelle Kausalität zwischen X1 und X2 zu sagen. Das heißt, wenn wir hypothetisch unendlich viele Probanden in diese beiden Bedingungen reingeschleust hätten, dann könnten wir sagen, dass im Mittel kein Unterschied mehr zwischen diesen beiden Gruppen besteht, also in Erwartung kein Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen besteht. Und entsprechend eine mögliche Unterschied in der Zielvariable, also im es geht mir besser, ursächlich zusammenhängen muss mit der Behandlung selber. Das ist, also wir nutzen das aus, dass wir es nur in Erwartung kriegen müssen, indem wir alle anderen Sachen nicht kontrollieren und freilassen, also frei beweglich lassen und nur eine Sache künstlich manipulativ verändern. Diese Manipulation ist aber immer noch ein wesentlicher Aspekt. Also wir kommen immer auch an experimentelle Kausalität nicht ran, ohne ein Experiment durchzuführen. Eine reine Studie, das heißt, wenn wir einfach nur 100 Probanden, die in einer Therapie waren und 100 Probanden, die nicht in einer Therapie waren, untersuchen und gucken, wie es den beiden geht, dann haben wir daraus noch keine Aussage über einen möglichen experimentellen Zusammenhang. Warum nicht? Weil es eine andere Variable geben könnte, die beide verursacht. Also in diesem Fall zum Beispiel, dass die